Was geht? Zimmerduell 2.0, präsentiert von Admiral Bett. Letzte Folge der zweiten Staffel, heute mit Ransford Yeboah Königsdörfer und unserem Neuzugang Noah Katterbach. Moin Jungs, ihr habt zu toppen den Wert von Jonas David und Ogechika Heil. 13 von 16 haben die beiden richtig bzw. gemeinsam beantwortet. Kapitän Sebastian Schonlau und Jonas Meffert 12 richtige Antworten. All-Time-Bestwert immer noch vom Cheftrainer, natürlich, Tim Walter und Pressesprecher Philipp Langer. 14 richtige Antworten. Wir starten mit der ersten Frage. Ganz kurz noch zur Erklärung. Die beiden haben sich vorher darauf geeinigt, Noah ist blau und Ramsey ist gelb. Frage 1. Wer von euch beiden ist der größere Morgenmuffel? Korrekt. Frage 2. Wer von euch beiden würde einen 100-Meter-Sprint gewinnen? Wer legst du? Oh ja, zweiter Punkt. Ich wusste, weil ich hätte eigentlich mich genommen, aber... Fürs Team. Stark, Noah. Dritte Frage. Wer von euch beiden wäre oder ist der bessere Kabinen-DJ? Guck mal. Ja, ja. Dritter Punkt. Vierte Frage. Wer von euch beiden würde eher einen Fallschirmsprung machen? Yes. Ja, Junge. Noah, würdest du? Ja, schon. Also eher als Ramsey, glaube ich. Ja, schwer. Vier Punkte. Frage 5. Wer von euch beiden achtet mehr auf sein Aussehen? Fürs Team. Okay. Fünfter Punkt. Aber bitte an die Regeln halten. Yeah. Frage 6. Wer von euch beiden kennt sich besser im internationalen Fußball aus? Yes, Männer. Er hat doch schon gespielt. Frage 7. Wer von euch beiden wäre der bessere Influencer? Das erste Mal daneben. Oh, gestern erzählt er mir noch, oh, ich habe da Werbung einmal gemacht und so. Junge, aber ich dachte so, na, komm, egal, einer ist okay. Passiert. Weiterhin 6 Punkte. Frage 8. Wer von euch beiden ist älter? Yes, easy. 7. Punkt. Jetzt wird spannend. Frage 9. Wer hatte in der Schule die besseren Zeugnisse? Ganz klare Sache für Ramsey. Ja, ich war bodenlos. 8 Punkte. Frage 10. Wer von euch beiden ist ordentlicher? Yes. Stark. Gut, Bruder. Der Katterbach. Kennt schon so gut. 9 von 10 Männer, noch 6 offen. Frage 11. Wer von euch beiden hat zuerst, also was das Datum betrifft, sein Debüt für die U20-Nationalmannschaft gegeben? Das ist eine Fangfrage. Boah. Nächster Punkt. Hast du überhaupt mal U20? Ich weiß, ich bin nicht sicher, deswegen. Also unsere Recherche hat ergeben, ich glaube, ich habe direkt. Ihr kriegt den Punkt fürs Zimmerduell, aber richtig wäre gewesen Noah Katterbach. Oktober 2020 Debüt. Ramsey November 21. Ich war halt immer dabei, aber irgendwann gab es ja auch U21. Yeah. Du weißt, deswegen dachte ich, ja. Okay. Passt, Männer. Punkt eingefahren. 10 habt ihr. Frage 12. Wer würde einen Armdrücken gewinnen? Oh, da gibt's Differenzen leider. Ja, der Junge, hast du nicht mal Oberarm gesehen?
Ja, 12. 14 können wir noch schaffen, 14 können wir noch schaffen. 10 vor 12, Frage 13. Wer von euch zockt mehr? Yes. Nächster Punkt, der 11. Noah, welche Spiele aktuell? Warzone. Eigentlich hauptsächlich. Renzi, du? Ich spiele meistens gegen Freunde FIFA. Mhm. Frage 14. Wer von euch ist der bessere Handwerker? Ja. Aber das Ding ist, ich bin wirklich richtig gut, aber das wissen bestimmt viele nicht, aber ich baue die meisten Möbel zu Hause allein auf. Ja, ich auch. Aber danke erst. 12. Punkt und die Leute haben was über Renzi erfahren. Besser geht's nicht. Frage 15. Jetzt geht's um unseren Job. Wer von euch wäre der bessere Social-Media-Redakteur? Ja. Guck mal, wegen Influencer. Stark. Haben wir richtig? Yes. Ja, ja. Top. 13. Punkt. Letzte Frage, Männer. Ihr könnt noch den Allzeitrekord einstellen von Tim Walter und Philipp Langer. Und zwar mit dieser Frage. Wer spricht besser Spanisch? Jawohl. Stark. Sehr stark. War easy. Perfekt. Ja. Gewonnen. Männer, 14 von 16, Allzeitrekord von Tim Walter und Philipp Langer eingestellt. Was sagt man dazu? Ja, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, verstehen uns top, deswegen. Es war uns von Anfang an klar, dass wir es schaffen. Ja. Seht mal ganz kurz im Verein, habt ihr nie zusammengespielt? Wo kommt die Verbindung her? Wir kennen uns von U21. Wir haben da mal beim Lehrgang waren wir zusammen. Ja, redest du nicht? Ja, ist ja so. Ja, von U21 kennen wir uns so, von den Lehrgängen in der Nationalmannschaft. Letzte Frage war natürlich besonders wichtig, die Spanischkenntnisse. Noah, erzähl mal, du bist jetzt hier auch insgesamt schon ein bisschen länger in Andalusien, oder? Ja, er kann viele Sprachen. Ich bin schon länger hier. Ich kann viele Sprachen, aber immer nur so ein bisschen. Aber ich hätte, also dadurch, dass Renzi auch nicht gut in der Schule war, hatte ich jetzt gedacht, dass ich besser sprechen kann. Also ich hatte auch 2 Jahre, aber wenn man es nicht spricht, dann vergisst man. Ich meine, du warst jetzt auch mit Basel hier schon vorher am Trainingslager. Ich glaube, insgesamt bist du schon 2 Wochen, ich bin jetzt schon 14 Tage hier, glaube ich, ja. Kann man sein Spanisch natürlich aufbessern. Also Männer, ihr setzt euch an die Allzeitspitze zusammen mit Tim Walter und Philipp Langer. Dahinter Jonas David, Ogechika Heil, Maxi Rua, Mo Haya. Auf 3 dann Schonlau Meffert. Und den 4. und letzten Platz nehmen ein, beziehungsweise jetzt neu den 5. Sonny Kittel und Tim Leibold. Kann euch aber egal sein, was unten in der Tabelle passiert. Ihr steht oben. Das stimmt. Glückwunsch, Männer. Danke. Top, danke.